Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Leben im Hochland The Brothers War Reihe. Bei mir sitzt der Tyrann des Highlander Councils, Matthias Hauser. Ich bin Sir Wenn es nur so Christopher. wäre. Servus. Und wir starten hier mit den roten Karten. Erste Karte ist Arms Race. Jawohl. Warum sind die aktiv? Also, es ist ein netter Hint auf Sneak Attack. Sneak Attack. Danke, ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Mir ist nur schon ein Teil eingefallen. Ist schon ein bisschen War, teuer. ja, warum sie die aktivierte Fähigkeit auch viermal machen müssen? Ich meine, komm. Für ein rotes wäre schon geil. Macht zweimal von mir Für aus. ein rotes baue ich irgendwas in Modern mit Blightsteel Ja, Colossus. natürlich wäre absurd halt, ja. Offensichtlich für Oder ein mit, rotes ja. wär Brocken. Wäre halt schon live. wäre Wäre schon halt schon cool. Ja, live. wäre halt Mit den leiwand, ganzen Rituals und Turn ja. 1 rauspowern. Boom. Ja. Also, es hätte auch. Wie viel macht Iron Crack Feast dieses Ding? Heißt Ah, das das ist so? das, wo die steht mit, wo die Pfeil Ja, genau, regnen. wo du so viel Sieben rotes Mana machst, Mana. dann kannst du doch. Sieben. Ja, okay. Vier. Es kostet vier und du machst sieben Ja, rot. okay, dann hätte es ein rotes weniger kosten dürfen, die aktivierte Fähigkeit. Vermutlich haben sie es deswegen gemacht, dass es 8 ist, damit du es nicht mit dem spielen kannst. Weil sonst machst du das, legst Ja, das, aktivierst das gleich ja, und aber ja. fein. Fein. Das Dann bin wäre cool ich halt, auf der ja. Seite. So ist es, ich fürchte eine Spur zu teuer. Nichtsdestotrotz, spannende Fähigkeit. Ja. Aber halt für Highlander, glaube ich, Leider zu teuer halt, ja. bisschen zu teuer. Ich sehe Sneak and Show schon, Sneak Attack schon selten. Bis Ja, gar weil es halt nicht. auch. Weil das. Du musst halt. Also, wir wissen, du hast keine Ersatzkarte für Sneak Attack. Ja, Wenn du Sneak sicher. Attack nicht hast, funktioniert das Deck nicht. Und nachdem du eine hast, das könnte. Hätte eine Ersatzkarte dafür sein können, aber nicht für die aktivierte Fähigkeit. Also für die Schade. kostenaktivierte Fähigkeit. Schade. Ja. Nächste Karte ist Bitter Reunion. Jawohl. Finde ich, ist eine sehr interessante Karte. Ja. Spiele ich schon in meinem Polymorph Deck. Yep. That's a thing. Ist das das mit der schlechten Mana-Base? Ja, furchtbarer Mana-Base. Katastrophe, schaut sich das Deck nicht an. Ganz schlimm, das muss ich noch verbessern. Wie auch immer, Bitter Reunion ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr gute Karte für Reanimator. Ja, was Es einfach ist. für eins sacken kannst und dann Haste Genau, geben du kannst. kannst vorher entweder deine Fette Discarden oder unnötige Karten um. Kristallband wegschmeißen, Ja, Retour genau. holen, Ja, Haste genau. geben, angreifen, profitieren. Ja, voll. Also, ich glaube, die Karte macht alles, was Reanimator möchte. Außer Ja. zwei Mana-Kosten. Es wäre mir natürlich lieber gewesen, es hätte 0 oder 1 Mana gekostet, aber ja. Was das Sacrificen? Nein, das die Mana, die Karte alle aber her. Das finde ich okay. Also die zwei Mana finde ich okay. Ja. Das Sacrificen hätte einfach nichts kosten müssen. Das Ja. wäre, glaube ich, dann. Wäre noch besser gewesen, offensichtlich, ja. Weil du spielst es halt nächsten Turn, machst den Reanimate-Effekt. Ja, aber auch so, also es kostet nur ein Mana, ja, das. Ja, es ist okay. Ja, aber definitiv spielbar in Reanimator. Eine Karte, die ich sehr spielbar finde. Brotherhood's End. Ja. Finde ich eine sehr gute Karte. Also ich mag ja diese ganzen Anger of the Gods-Effekte oder was auch immer davor war. Mit einem Zusatz, eben wie du hast Cycling oben, du hast kannst Artefakte zerstören, whatever, Genau. Finde ich, ist ein sehr guter Modalspell, wo du aussuchen ja. kannst. Hat halt wie alle diese Spells immer die Anfrage an dich, kannst du dir Doppelrot leisten. Wenn das kein Problem ist, dann auf jeden Fall eine spielbare Karte. Spielst du Jeskai Control, kannst du dir Doppelrot immer leisten. Also, da finde ich, gibt es auch gar nicht viel dazu zu sagen. Anger of the Gods ist eine Karte, die gespielt wird. Dass man cyclen kann, wird gespielt. Von daher ist einfach ein zusätzlicher Effekt. Ja, vor allem halt gut im Ursa Saga Meta, ne? Also, weil Ja, das das stimmt. gegen die Foundry Ja, gegen nicht nur die Retro Token Fiend Foundry, ja ja. genau, nicht nur die Token beantwortet, sondern auch die Foundry. Auch wenn sie Top das Sword oder so irgendwas spielen, nicht Ja. nur die Token beantwortet, sondern beide Ja. Artefakte auch noch. Ja. Also. Besonders gut mit Teferi Plus, wenn ich sie im Instant casten kann. Ja. Sehr schön. Next one. Der ist barely playable. Vielleicht Monorot, man weiß Doch, es habe ich schon nicht. gesehen, habe ich im Monorot dagegen gespielt. War nicht so gut. Aber ist halt ein Zweier-Drop, der Haste hat und ein bisschen Ja. was drauf hat. Ja. Feldon Ronum Excavator. Genau. Schaut aus wie der Sandler bei der U-Bahn. Bisschen. Entschuldigung, muss man an Was dieser hat der Stelle sagen. Sandler bei der U-Bahn für ein Stecken, Alter, dabei? Ja, weiß ich nicht, Ein bisschen was da gefährlich, von dem würde passiert. ich mich fernhalten. Ja, das ist ein Gehstock. Ja, auch der ist wieder ein bisschen schade, dass er nicht blocken kann, aber ich meine, ich verstehe natürlich, Ja, man kann warum halt nicht das mit der alles haben. Unplayability so Monorot. oben steht. Aber ja, ich meine, 2x2 zur Haste ist jetzt
okay. Ja. Und dass er dann, wenn er von einem fetteren Viech geblockt wird oder auch nur von einem kleinen. Ja, wenn er dann stirbt, was holen kann, ist. Ja, okay. Besonders spannend ist natürlich, wenn der Gegner dazu gefasst ist, ihn zu blocken und ihn nicht tötet. Also wenn er quasi mit einem 1er Power-Typen ihn blockt und du auf einmal eine Karte extra spielen kannst, ne? Ja. Dann ist er natürlich optimal. Ja. Ja. Naja. Ob das vorkommt, weiß man nicht. Nächster Kollege, den finde ich sehr gut wieder. Ja, ist so gleicher Archetyp. Ultra unspannend eigentlich. Ja. Giant Cindermaw, 3 Mana, 4-3 Trample, Players can't kill life. Ja. Also offensichtlich ist der für den zweiten Satz in seiner Textbox. Ja. Obwohl 4-3 für 3 mit Trample als Stats finde ich halt auch immer noch relevant genug. Ja, voll. Er ist halt nicht embarrassing. Für Monorot auf jeden Fall, glaube ich, eine zusätzliche Addition. Man möchte so viel wie möglich von diesen Lebensverhinderungseffekten, nennen wir sie so. Lebenserhaltungsverhinderungseffekte. Ja. Und da ist der, glaube ich, nicht furchtbar. Ja. Apropos, schön apropos furchtbar. Schämst dich jetzt ein bisschen, dass du das eine genommen hast. Ja, wir müssen drüber reden. Mishra's Command. Jeden einzelnen bashen. Also da haben der Patrick und ich ja schon fürchterlich drauf gebasht. Der Patrick, der ist die gute Seele, der probiert immer was Gutes an den Karten zu finden, aber ich glaube, er hat es auch nicht geschafft dieses Mal. Ich muss es sogar nochmal durchlesen. Das ist halt auch eine Sorcery, mein Freund. Das ist halt gar nicht gut. Na. Nein, es ist halt einfach nicht gut. Nein, gut, leider nicht. Nächste Karte oder das ist einfach schlecht. Du hast es einigermaßen. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich sage es wieder an dieser Stelle. Nächste Karte ist eigentlich ganz gut. Obliterating Bolt. Jawohl. Schießt Viecher und Planeswalker gut ab mit 4 Damage. Und Exile. Und Exile. Exile die dann auch. Ja. Bisschen schade wieder, entschuldige, da habe ich meinen Sponsor Cola umgehauen, dass es nur Sorceries unter Anführungszeichen, aber ja, 4 Schaden ist halt wieder 4 Schaden geil. Als Instant wäre halt richtig fein gewesen, weil du halt Renan 6 abstellen kannst. Vor allem das Exen ist halt auch mal wieder gut. Ja, so Renan 6 und Boom. Bam. Oder auch Minsk und Hamster. Aha, ja. Du könntest halt Minsk und Hamster Volley abstellen. Ja, das wäre schon gut. Was halt wichtig wäre an dieser Stelle. Ja, das ist richtig. Weil wenn der Hamster kommt... Das ist eine dumme Karte. Also ja, ein bisschen. Buch, wenn jetzt nicht gespielt. Na, gestört. Ja, also... Finde ich trotzdem eine sehr gute Karte. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass man den vielleicht auch in so Blue Moon Decks, also Decks, die nicht auch auf weißes Excel-Muffel zugreifen können, vielleicht dort sieht. Ja, finde ich auch. Dann gibt's Visions of Phyrexia. Jawohl, habe ich eingegeben, weil das wieder so ein bisschen ein Value... Enchantment ist wie heißt das? Kans of Tarkir. Ja, mein Lieblings-Enchantment. Irgendwas Siege. Ja. Irgendeine von den Sieges, genau. Und die ist auch wieder in diesem. Ist es Outpost Siege? Ist es Outpost Siege, auf jeden Fall. Ja. Oh, das waren Zeiten. Jessica Drake mit Outpost Siege und Zeit. Die Sache ist, die werden dann leider auch schon seit einiger Zeit nicht mehr gespielt, diese Effekte. Ja. Wie gut waren die früher? Das war schon lässig. Das war der letzte Vorteil. Es macht halt einen Powerstone-Token. Weil du in der ersten Runde nichts dazu spielst. Ja, ich fürchte nicht, dass es gut genug ist. Nein, leider nicht. Wenn Outpost Siege mit 2 Billis nicht gut genug sind. Ja, dann leider nein. Dann gibt es Mishra's Research Desk. Ja, die ist auch schon, also gehypt ist jetzt übertrieben, aber über die ist auch schon gesprochen worden ein bisschen. Du kannst sie dir halt mit Urza Sage rausziehen. Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich finde, aber wir eskalieren ein bisschen zu sehr mit wow, es ist ein Ein-Mana-Artefakt und jetzt kann ich es mir mit Urza Sage raussuchen. Also wenn das die Karte ist, die man sich mit Urza Sage holt... Nein, eh nicht. Ich sage nur, es wäre eine zusätzliche Möglichkeit. Ja. Das war auch nicht von mir. Also ich finde die Karte auch nicht so geil. Ich sage nur, ist in der Diskussion aufgekommen. Aber das ist ja eine Card-Advantage-slash-bisschen Late-Game-Karte, weil du das dann anwerfen kannst. Ja. Und dann sacken, aber dann kostet der ganze Effekt 3 Mana. Mhm. Und dann musst du noch das Mana haben, um die andere Karte zu casten. Das heißt, das ist schon sehr late-gamig. Mhm. Und dann ist die Frage, Retrofitter-Frauen, die Fragezeichen nicht einfach besser an der Stelle? Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass die Karte unspielbar ist. Ich glaube nur, sie ist schlechter als die Leute ihr Credit-Game im Moment. Das kann sein. Während der Matthias sich von seinem Sponsor beglücken lässt, gehen wir zu den grünen Karten über. Gleich zu einer sehr spannenden Karte finde ich Root Pass Purifier. Jawohl. Ist das, ich habe noch nicht verstanden, was der Sinn dahinter ist. Der Sinn dahinter? Weil es ja nicht sagt, dass es
Basic Forest oder Basic Plains sind, sondern es sind einfach nur Basic Länder. Ja, das heißt, du kannst sie nicht fetchen, weil die verlangen spezifische Typen. Aber du kannst Kodama's Reach, Sakura Tribe Elder etc. Nein, wie heißt der wirklich? Sakura Tribe Elder. Fast, aber whatever. Das wird schon besser. Kannst du Sakura Tribe Elder. Genau, kannst du dir Non-Basic Länder auf einmal raussuchen, ja? Ja, das stimmt. Du kannst halt also mit Terramorphic Expanse sowas raussuchen. Ja. Also nicht den Highlander, aber ja. Ich finde, das Artwork ist das Schönste an der Karte. Ja, was die Leute, also Artwork finde ich sehr gut, auch dass es ein Elf ist, sehr leibend. Problem ist halt, dass es einfach 4 Mana kostet. Wenn dieses Ding 2 Mana kosten würde, dann 2-2 oder noch besser 1-3 oder so irgendwas wäre, dann wäre das deutlich besser. Aber so, diese Search-Effekte kosten halt im Idealfall 2 oder 3 Mana. Das heißt, sie sind in der Kurve eigentlich vor dem. Mhm. Bringt dann wieder nichts. Bringt dann nichts, Alter. Plus, das heißt, du musst zuerst mit Creatures mehr oder weniger dir Mana generieren, damit du dann diese... Ja, plus du willst... also das klassische Non-Basic, das du dir rausholen möchtest, wenn man das durchliest und sich anschaut, ist natürlich sofort Gears Cradle. Ne? Hm. Gears Cradle möchte aber, dass du viele Kreaturen spielst. Der Effekt von der Karte möchte aber, dass du Karten spielst, die Basic-Land-Typen, also mit ja, weiß schon, Karten aus deinem Deck holen. Und das sind nicht Kreaturen, sondern Sorceries halt. Ja? Ja. Also alles ein bisschen conflicting hier leider. Schade. Next one. Jawohl. Finde ich sehr cool. Ja. Taugt mir sehr. Titania, Voice of Gea. Ja. Ursuper die Karte. Finde ich einfach ursuper. Geil, ja. Ist auch auf jeden Fall playable. Ist auch mit Argot zusammen. Ja. Playable in verschiedenen Decks. Habe ich mir schon überlegt, in einem Omnath oder derzeit nicht Mieset ist das Deck. Zu spielen, einfach weil es einfach super machbar ist. Ja, was ich auch sehr cool bei der Karte finde, also ich offe natürlich gerne immer irgendwelche Sachen hinein. Ich finde auch diese Karte nicht furchtbar, wenn man die hinein offt. Unter der Prämisse, also nagel mich jetzt nicht fest drauf, aber meiner Meinung nach ist das Wording von Oath of Druid schon so, dass du die ins Spiel puttest und dann die anderen Karten in den Friedhof gehen. Du deswegen sofort 2 Leben generierst. Mhm. Wenn du dann zum Beispiel Life from the Loam in den Friedhof gebootet hast, kannst du millen, kriegst vielleicht nochmal 2 Leben. Mhm. Und im Idealfall kannst du mit dem natürlich das passende Land für sie gleich ausgraben. Also ja, ja. Auf die Hand zu nehmen und gleich spielen. Ja. Ja, hört sich halt, ist halt schon ein bisschen speziell, aber hört ist sich sehr gut speziell, an. Speziell, ja. Also jetzt, und du musst sie nicht mit Oath of Druid spielen. Ich finde auch sonst 3 Mana, 3, 4 Reach. Ganz gute Stats. Fetchländer machen auf einmal Leben. Leibernd. Ja. Das, wenn sie flippt, ja. Also dann ist sie sowieso. Dann ist meldet, dann ist sowieso absurd. Aber nicht so gut wie Brisela. Fun Fact. Brisela ist immer noch besser. Ja, natürlich. Aber da ist die Vorderseite von dem ist natürlich eine gute Karte. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Dann gibt es Titania's Command, damit wir es endlich durch haben. Jawohl. Danke, Matthias Hauser, bitte für gerne. Die Verschwendung meiner Zeit. Ist halt ja. auch nicht gut genug. Ist ja, halt wobei das schon, also 6 Mana ist natürlich sehr teuer, aber das sind dafür die Effekte, die du rausbekommst, doch sehr ja, stark. Ja, ist wahrscheinlich das Beste von den Commands. Also 2+1+1 Marken auf jede Kreatur legen ist schon viel. Im schlimmsten Fall machst du dann einfach 2/4/4. Ja, es ein ist eh bisschen schön. Schade ist, dass die Länder getappt ins Spiel kommen. Ja. Aber es kostet halt 6 Mana. Ja. Und für 6 Mana spiele ich halt Primal Titan. Ja, kannst auch 2 Länder raussuchen. Ja. Oder irgendwas anderes. Ja. Und hab halt einen fetten Körper auch am Feld. Ja. Ja. Leider. Leider. Aber danke, Matthias. Danke, Matthias. Bitte gerne. Dann kommt eine sehr coole Karte, mag ich recht gerne. Ja. Fun Fact, die meistverkaufte Karte und meist nachgefragte Karte, auch laut Market. Haywire Might. Haywire Might. Ja. Da ist tatsächlich eine Karte, die man mit Ursa Saga finden kann. Das stimmt. Dann hast du eine Antwort auf zum Beispiel gegnerische Ursachen, wenn du sie sonst nicht beantworten kannst. Ich mag die Karte gern. Ist wirklich eine coole Karte. Ja. Finde ich wirklich einfach eine nett designte Karte. Mhm. Genau das Richtige. Genau, die ist nicht im Power Creep drin, die ist nicht schwach, die ist einfach genau. Ja. Auch diese, also das ist, wenn sie stirbt, 2 Leben macht, das ist einfach ein netter Zusatzeffekt, der genau. sie ein bisschen von diesem, okay,
macht Exalted was, ein bisschen noch höher hebt. Richtig cool. Ja. Gefällt mir. Nächste Karte finde ich auch sehr cool. Jawohl. 5 Mana ist halt leider viel, aber du hast einen zusätzlichen Effekt. Genau. Das Perennial ist Behemoth ist das. Jawohl, das ist jetzt auch wieder eine Karte, in die Rheinofen halt sehr cool ist, ne? Ja, ja. Du kannst dann gleich was aus deinem Friedhof legen. Höhö. Du kannst sie aber auch, wenn sie sonst in deinen Friedhof landet, für nur 2 Mana anwerfen, was ich sehr stark finde. In irgendwelchen Fastbound quasi Crucible-Verschnitt Zuren Orb-Decks etc. Mit Intuition ist das vielleicht eine Option, weil es bei dem wurscht ist, ob du ihn in der Hand kriegst oder im Friedhof landet. Ja. Finde ich es einfach eine interessante Karte. 2-7 ist auch. Schaut ein bisschen Eldrazi-mäßig aus, oder? Ja. 7 ist halt auch einfach fett. 7 ist halt einfach nicht unhole-hitbar. Was schon. Ja, 7 ist, da kommst halt Jahre nicht drüber. Ja. Dann sind wir bei den Multicolored-Karten. Jawohl. Das ist einmal Urza Chief Artificer. Jawohl, die zweite Commander-Karte und in diesem Fall definitiv die, also glaube ich, bessere. Nämlich tatsächlich auch sehr spielbare. Also wenn in der ersten Zeile das Wort Creatures fehlen würde und es nur Affinity for Artifacts wäre, dann wäre die Karte Banane spielbar. Ja. So, ja, glaube ich trotzdem noch gut genug. Ja. 4-5 kommt ins Spiel, alle deine Artefaktkreaturen haben sofort Menace. Was Menage. Entschuldige. Jetzt einmal ein Keyword richtig ausgesprochen, das geht gar nicht auf diesem Channel. Nein, finde ich nicht in Ordnung. Also Artefaktkreaturen, du kontrollierst dann Menage. Ja. Macht dein Combat für dich gleich mal interessanter. Combat. Und in Endstab kriegst ein Ursus Construct. Mhm. Das ist schon. Also viel Power für manchmal nur 3 Mana, ja. Ja, das stimmt. Also wirklich keine schlechte Karte. Ja. Ist wirklich voll okay. Also vor allem, ich finde, wir kriegen langsam die kritische Masse an diesen Karten, die so Constructs produzieren und du definitiv wieder ein Artefakt-Deck bauen kannst. Ganz anders als das Academy-Deck gewesen ist. Ja, aber es ist halt jetzt Creature-based. Es ist jetzt Creature-based und baut darauf auf, dass du diese Constructs machst. Und Deseret damit freut sich. Ja. Und den Gegner. Schießt den Gegner vom Umschlag. Das ist auch eine Karte, die ich in Highland nie gespielt habe und immer spielen wollte, nicht? Deseret. Dann gibt es eine Karte. Die spielst du sicher, oder? Ja, ich habe schon echt keinen Platz mehr. Legions to Ashes. Klingt, entschuldige, auch wieder wie eine Karte, die in den Warhammer 40k-Decks drinnen sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Schaut auch ein bisschen so aus. Ist natürlich kein Vindicate, aber Exiled. Ja. Aber kein Land. Ja, aber ich habe mir überlegt, okay, wie oft kommt das vor, das jetzt mit den Token und so, mit dem gleichen Namen. Mit Konstrukt-Token kommt das halt schon immer wieder vor. Mit Konstrukt-Token kommt es vor und? Spirit-Token. Ja, Planeswalker aus Streets of New Capenna. Ob Nixil ist. Ja. Machst du ihn und seine Token kaputt. Ob Nixil ist, ja. Entschuldigung, wenn wir, wenn wir schon bei der falschen Aussprache sind. Das ist, warum sagst du Ob Nixil? Entschuldige. ja, also. Ist wirklich eine gute Karte. Die Problematik ist, wenn du rein blau, wenn du schwarz-weiß bist, glaube ich, Plebel. Wenn du schwarz-weiß plus eine andere Farbe bist, wahrscheinlich hast, schon wieder den Tick zu schlecht. Ja, hast du bessere Optionen wahrscheinlich, ja. That's it. Dann gibt es eine Karte, die wird in Legacy gespielt. Jawohl, und in Vintage. In Vintage. Das ist eine gute Karte. Das ist eine sehr gute Karte. Third Path Iconoclast. Ja. Das ist halt einfach wieder so ein Pyromancer, nicht? Ja, weil die Decks ja mehr Redundancy gebraucht haben. Zu wenig Pyromancer-Effekte. Viel zu wenig. Weil es reicht ja nicht, dass du den spielst, dann hinter einem um 700.000 Leute. Ja. Aber also, ich glaube, zu dem muss man nicht viel sagen. Der ist halt auch ein Artefakt-Creature-Token. Ja. Das ist halt auch nochmal frech. Wenn du es abusen kannst, ja. Wobei, bei den Decks ist das meistens wurscht. Wurscht, das reicht ja nur für Urza-Saga hinterher. Saga. Ja, okay, stimmt. Ja. Das reicht ja nur, dass die, auf einmal ist der Konstrukt gescheit blatt. Ja. Ist eine richtig gute Karte. Ja. Deswegen auch in eternen Formaten gespielt. Dann kommen wir zu unserem Artefakt. Jawohl. Das Portal to Phyrexia. Ja. Jeder von uns wollte schon irgendwas damit bauen. Ja. Gib's zu. Ich bin natürlich mega hyped von der Karte. Ich finde, die ist großartig. Möchte irgendwo reingeben. Ja. Ich will die mit Eldrazi spielen, halt unbedingt. Ja. Ich möchte den Spiel schon einfach. Ja. Also Shape New ist ja eine Karte, die man jetzt im Modern sieht. Mhm. Du machst irgendwie Artefakt-Token, dann zerstörst du sie dir und dann rein ins Portal. Glaube ich, dass man, also wenn man das irgendwie
konstant hinbekommt, um die zu abusen. Also drei Kreaturen opfern ist in fast allen Matchups einfach ein Wrath, wenn er nicht mit dem Pyromancer schon sehr weit vorne ist. Ja, ja, das ist halt brutal, nicht? Also, und wenn er dann nicht die Antwort drauf hat, dann wird es schier. Das finde ich einfach eine richtig coole Karte. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ich auch. Also, ich glaube, es hat die Karte gesehen und 90% der Leute haben gedacht, haha, da bauen wir was. Ja, die Sache ist also, es ist ja, weil es halt wieder auf jeden Gegner geht, ist ein bisschen natürlich wieder wie alle Karten mittlerweile mit Commander im Hinterkopf. Also mit im Vorplayer Commander ist die Karte halt überhaupt Bananen. Nicht? Ja, ja. Also das musst du ja spielen. Neue Kreaturen. Es gibt halt keinen Grund, dass ich das nicht spiele, ja, in meinem Deck. Ja, ich habe auf Twitter schon ein bisschen gelesen, dass die Leute schon ein bisschen herumsuchen deswegen, weil sie so dieses Prime Evil Titan Problem hat. Die Spiele drehen sich dann nur noch darum, wer hat es zuerst, wer kann es wie kopieren, reanimaten, sonst irgendwas, klonen, was auch immer. Ja, ja, ist halt eine Karte, wenn man sie ins Spiel schummeln kann, möglichst früh. Sie rauft das gegnerische Board de facto und dann, wenn sie nicht beantwortet wird, ja, gräbt sie halt die Viecher vom Gegner aus oder deine eigenen. Ja, und fliegt halt einfach. Ja. Also das ist eine Karte, wenn die unbeantwortet am Tisch bleibt, gewinnst du. Ja. Dann haben wir noch zwei Länder. Über ein Land haben wir schon kurz gesprochen. Argot Sanctum of Nature. Jawohl. Meldet sich mit Titania Voice of Gaia. Genau. Ist aber, also ich habe es draufgegeben, weil es auch definitiv, wenn du es nicht meldest, zum Beispiel, weil du Titania einfach gar nicht spielst, trotzdem einfach eine gute Karte ist, glaube ich. Ja. Voll. Also die 4 Mana Mil 3 ist okay. Der Bär ist auch okay. Ja. Ist zwar nicht gut, sagen wir ganz ehrlich, 4 Mana für Ambea und 3 Karten Mil ist halt also okay. De facto sind es ja 5 Mana, weil du musst das dann auch tappen. Ja, aber es ist okay. Es ist einfach. Okay, ja. Also in so Landfall, Ramp, Valakut, Field of the Dead Decks sehe ich die Karte. Kommt halt mit Omnat umgetappt, nicht? Wenn Omnat da ist, kommt es umgetappt. Das ist wichtig. Jeder schaut auf Omnat. Alle wollen Omnat. Omnat will alle. Die letzte Karte aus The Brothers War Leben im Hochland ist Demolition Field. Genau. Ist auch cool, glaube ich, ist auch ein Tick zu schlecht. Ja, es ist Field of Ruin 2.0 und Field of Ruin ist ja schon out of favor gefallen. Ja. Es geht einfach nur mehr um Wasteland. Ja. Es geht nur mehr um Wasteland und vielleicht, wenn du White Winnie spielst, mit Effekten, wo du nicht searchen kannst, Ghost Quarter. Ja. Und das war's. Ja. Ich meine, wenn du das Deck drum aufbaust, hast halt jetzt zusätzliche okay Effekte vorne. Ja. Aber das ist halt alles wieder so, ich greife die Mana-Base halt an, aber mach sonst nichts, investiere sehr viel Mana, wenn dann nichts ist. Ja, ist vor allem, wenn der Gegner angefangen hat mit Land, Dragonrage Channeler und du kämpfst dann hinterher, ihn irgendwie abzukatten und er legt halt jede Runde ein Land und macht ein Cantrip und haut dich mit seinem 3-3er Channeler tot. Ja, braucht ihn ein geflippter Delver sein oder irgendwie sowas. Ja. Zu langsam. Wir sind fertig. Also ich glaube, es gibt auch bei der Edition wieder viele coole Sachen, die man ausprobieren könnte. Ja, ich finde, es gibt einerseits ein paar so Roleplayer-Sachen, ein paar so Sachen, die nett in ein paar Decks hineinfitten. Vor allem Weiß hat da ein paar nette Karten bekommen. Ja. Und es gibt aber auch, wie das Portal, so Build-Around-Karten, wo du sagst, okay, passt, die willst du einfach abusen. Ja. Der Ursa, den finde ich wirklich tatsächlich sehr gut. Mhm. Ja. Ja, overall eigentlich echt nett. Ja. Matthias, vielen Dank. Immer gerne. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich immer liken, subscriben, kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter, unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitreten, uns im Spielhaus in Wien antreffen. Auf Patreon könnt ihr uns auch unterstützen, das vergesse ich immer. Und um jegliche Informationen zu neuen Video-Releases zu erhalten, könnt ihr das Glockensymbol an dieser Stelle anklicken. Bing! Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Sehr nice. Patrick, soll ich auf Stopp drücken? Okay, dann drücke ich auf... Wo ist das jetzt?